bleib unbedingt bis zum Ende dran. So, Freunde, wir erstellen uns jetzt einen Wednesday-Account. So, das Geburtsdatum kennt ihr ja schon. 29.09.2001. Und den Namen habe ich vorher auch schon rausgesucht. So, und als Passwort mache ich: Ich liebe Wednesday. Ich glaube, ich hab's richtig geschrieben. Okay, Freunde, jetzt sind wir nur noch weiblich und los geht's. Dann wollen wir mal Wednesday gestalten, also Wednesday nachmachen. Dafür brauchen wir den Mädchenkörper. Warte mal, das ist ein Mädchen, Freunde? Das sieht gar nicht aus wie ein Mädchen. Ich glaube, komm, wir nehmen den Frauenkörper. Weiter geht's. Wir machen Wednesday ein wenig blasser. Ist das... Oh, das ist wirklich ziemlich blass. Naja, Freunde, irgendwie... ist das etwa zu blass? Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Dann bekommt sie halt ein bisschen grauere Haut. So, finden wir jetzt schon die typischen Wednesday-Haare? Nee, Freunde, das wird nichts. Also fangen wir einfach mal an mit dem Gesicht. Ich glaube, das Gesicht trifft am meisten zu. Also Wednesday guckt einfach immer ziemlich emotionslos, würde ich mal so behaupten, Freunde. Ich hoffe natürlich, ihr habt alle Wednesday geschaut. Ansonsten, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hoffe einfach, ihr schaut es. Kommen wir mal zu den Haaren. Ich habe schon schwarz eingegeben. Und die sehen schon richtig gut aus. Aber Freunde, vorher teste ich trotzdem... Oh, upsie. So, nochmal andere Haare. Ja, die sehen... Okay, mal schauen, wie die aussehen. Die gefallen mir auch richtig gut. Oh Mann, ey, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden, Freunde? Warte mal, ich glaube, die sehen ja mal auch richtig gut aus. Naja, was soll ich jetzt machen, Freunde? Welche Haare hättet ihr genommen? Aber um ehrlich zu sein, so die... Oh Mist, jetzt habe ich einfach mal die falschen weggemacht. So, ich glaube, ich werde diese Haare nehmen. Denn ich meine, Wednesday hat ihre Zöpfe immer nach vorne, oder? Naja, falls nicht, so sieht das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut aus. Okay, ich mache einfach mal weiter mit kalten Händchen. Was ist das denn? Das ist einfach nicht kaltes Händchen, sondern kaltes Ärmchen, Freunde. Ich glaube, nee, das sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus. Wir sind einfach kaltes Händchen und sein Bruder sieht ja mega funny aus. Aber Freunde, wir suchen nur das kalte Händchen. Ja, das sieht schon mal... Warte mal. Was ist das, Freunde? Was zur Hölle ist das? Oh mein Gott, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Das sieht schon mal gut aus. Ein gutes, kaltes Händchen. Aber wir müssen das Beste raussuchen. Also das, was ich und hoffentlich auch ihr am besten findet. Okay, so, und das ist auch da oben. Freunde, auf der Schulter oder auf dem Kopf? Ich glaube, komm, wir nehmen heute mal kaltes Händchen einfach auf die Schulter. Okay, ich habe einfach mal Nevermore eingegeben, weil ich dachte, dann kommt wirklich die Uniform. Und tatsächlich, Freunde, und wie ihr wisst, hat Wednesday ja eine andere Uniform als die anderen. Also die anderen haben so blaue, aber Wednesday schwarz. Denn wie wir wissen, liebt Wednesday schwarze Sachen. Oh, warte mal. Okay, das ist ein bisschen knapp, Freunde. Das nehme ich jetzt nicht. Warte mal. Das hat so ein bisschen bauchfrei. Finde ich auch schön. Ich glaube, ich muss mal die Hose anprobieren. Und dann kann ich entscheiden, welches ich nehme. Freunde, das sieht auch gut aus. Oder wir machen Wednesdays Kleid. Oh Mann, ich kann mich einfach gar nicht entscheiden. Wir gucken jetzt erstmal nach Hosen. Okay, es gibt hier nicht nur Hosen, sondern auch Röcke. Finde ich richtig... Freunde. Hey, das gefällt mir mal mega gut. Was ist das hier? Oh, das sieht auch richtig schick aus.
Oh Mann, ey, das kann ja heute wirklich was werden, wenn ich mich einfach mal nicht entscheiden kann. Welches soll ich nehmen? Einen Rock oder vielleicht doch eine... Nee, auf jeden Fall einen Rock, Freunde. Aber die Frage ist jetzt, welchen Rock nehme ich? Ja, das sind halt einfach nur Strümpfe. Okay, das ist ein bisschen zu bauchfrei. Wieder nur die Strümpfe. Oder sollen wir einfach eine kurze Hose anziehen? Finden wir irgendwie noch was Besseres, Freunde? Oh Mann, das ist gar nicht mal so leicht. Was ist hiermit? Was sind das für Schuhe? Warte mal, Freunde, was ist das? Ich glaube nicht, dass Wednesday so Stöckelschuhe anhat. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich krieg die mal wieder hier runter. Aber was nehmen wir jetzt? Nee, das ist wieder ein kurzer Rock. Freunde, wisst ihr was? Wir nehmen einfach das hier. Okay, jetzt habe ich mir gedacht, wir nehmen noch einen Regenschirm. Denn Nevermore ist ziemlich regnerisch. Und Wednesday braucht unbedingt einen Regenschirm. Aber wir müssen... Hält das Ohr den Regenschirm oder was geht da ab, Freunde? Das sieht natürlich irgendwie ein wenig komisch aus. Warte mal, hier haben wir noch ein Warte mal, hält kaltes Händchen etwa den Regenschirm? Okay, das ist irgendwie cool. Wir probieren uns trotzdem mal weiter. Freunde, irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz. Naja, ich weiß nicht, aber den finde ich eigentlich schön. Aber die Tatsache, dass kaltes Händchen den Regenschirm hält, ich weiß nicht, irgendwie muss ich den behalten. Also kaltes Händchen, danke dafür. Freunde, ich glaube, das sieht doch eigentlich schon ziemlich gut aus. Ich meine, so viel gibt es... Warte, es gibt, glaube ich, gar nichts mehr zu machen. Ich schau mal, Freunde, ansonsten sehen wir uns einfach wieder in Brookhaven. Und ich würde sagen, dann trauen wir ein paar Leute. Aber Freunde, um Wednesday zu sein, müssen wir uns natürlich auch wie Wednesday verhalten. Das bedeutet, wir mögen keine Farbe. Denn Freunde, schwarz ist unsere Lieblingsfarbe. Und gegen alle anderen sind wir einfach allergisch. Also, da schält uns wortwörtlich die Haut von den Knochen ab. Also, das hier ist einfach schon viel zu farbenfroh für mich. Oh Mann, ich muss hier ganz schnell weg. Außerdem mag Wednesday gar keinen Körperkontakt. Also, Umarmungen, das geht wirklich gar nicht. Aber Freunde, wenn euch noch etwas einfällt, was Wednesday ausmacht, zum Beispiel, dass sie auch nicht blinzelt, dann schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Und jetzt machen wir uns mal auf, würde ich sagen, um ein paar Leute zu nerven oder auch zu ärgern. Ich würde sagen, als erstes gehen wir mal in die Schule und... Ew, was sehe ich denn hier? Oh, ich glaube nicht, dass sie uns noch antworten wird. Oh, Freunde, aber was sehe ich denn hier? Zombies, die hier einbrechen wollen? Ich liebe Kriminalität. Deswegen finde ich eigentlich richtig gut, was die machen. Okay, aber ihr sollt jetzt nicht mich angreifen. Hey, ich habe euch doch gar nichts getan. Oh, Mist, Freunde. Das ist irgendwie eine ganz andere Richtung jetzt gegangen. Was schreibt sie? Dein Outfit ist ja mal mega cute. Nee, Freunde, ich finde ihre Outfits wirklich hässlich. Oh, ich glaube, sie ist gar nicht begeistert davon. Oh mein Gott, was macht sie jetzt? Es wird ja immer schlimmer, Freunde. Aber, Freunde, falls euch dieses coole Roblox-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss.